Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Wolfs. Wir sind gerade in der Metro. Großeinkauf. Nein, wir haben hier ein paar Bürosachen gekauft. Lian hat auch zwei Bücher bekommen. Total süß. Das finde ich richtig schön. Das ist so ein Farbenbuch. Findet er auch sehr interessant. Und ja, haben jetzt alles eingekauft. Ich brauchte unbedingt einen Drucker, Druckerpatronen und so ein Zeug. Und ja, das wird jetzt hier alles geholt. So Leute, ich war gerade tanken und wir haben für Mama das Auto geholt bei einer Autovermietung. Sie musste ja jetzt ihren Wagen abgeben bei ihrer alten Arbeit. Und daher, dass sie erst ihren Wagen später bekommt. Oder was heißt später? Also ist ein bisschen tricky. Sie kriegt... Oh, ich glaube, ich werde gerade angerufen, oder? Nee. Also sie kriegt ihren Wagen ein paar Wochen auf jeden Fall. Und damit sie jetzt einen fahrbaren Untersatz hat, weil sie ab morgen bei uns anfängt oder beziehungsweise bei mir anfängt, haben wir gesagt, so, holen wir erstmal zwischendurch einen Wagen bei der Autovermietung. Ich bin ein bisschen durch, ich glaube, das merkt man, ich bin ein bisschen verwirrt. Bei der Metro waren wir jetzt auch gerade. Und jetzt geht's nach Hause und dann geht der kleine Dian schlafen. Und dann sind wir nachher verabredet. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Maren hat ja schon Hallo gesagt. Jetzt auch von mir ein fröhliches Hallo. Ihr hört im Hintergrund den Drucker rascheln. Es ist natürlich mal wieder Anfang des Monats, sprich Ende des Monats, Steuer machen. Und ja, ich bin gerade dabei, alles soweit auszudrucken und fertig zu machen. Ich habe mir gerade noch bei Rewe ein bisschen was zu snacken geholt, ein paar Bananen und so ein bisschen was. Einfach weil ich jetzt nicht wieder Bock hatte, irgendwie was zu essen zu bestellen. Gestern war übrigens ein ganz interessantes Ding. Ich bin 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Ohne E-Bike. Da gibt es eine lustige Story zu. Die Jungs haben mich angerufen und meinten, ey Tobi, wir wollen mit den Fahrrädern an den Nürburgring fahren. Der Nürburgring, die Rennstrecke hat ja geschlossen. Aber diese 20,83 Kilometer kann man ja dann auch auf der Rennstrecke mit dem Fahrrad einfach fahren. Sowas wie eine Begehung. Und sage ich, ja, okay, also ihr fahrt auch mit dem Fahrrad? Ja. Okay. Dann habe ich mir mein Mountainbike ins Auto eingeladen und dann sind wir hochgefahren. Und als die dann den Kofferraum aufgemacht haben, hatten die alle von ihren Eltern E-Bikes dabei. Und dreimal dürft ihr raten, wer kein E-Bike hat. Boah, also ich habe wirklich meine Oberschenkel brennen immer noch. Das ist schon echt krass. 20,83 Kilometer bergauf, bergab, das war echt heavy, aber es hat Spaß gemacht. Wir sind danach noch wirklich schön lecker essen gewesen und ich finde so zum Jahresstart hin mal wieder mehr Sport machen. Das aber kombiniert mit selber draußen und zu Hause mehr Sport machen, weil ich bin ehrlich, auf eine Sache habe ich gar keinen Bock. Trotz dass ich geimpft bin, sich jetzt noch jedes Mal testen lassen vor dem Fitnessstudio, sehe ich einfach nicht ein. Das ist für mich zu viel Aufwand, zu viel Zeit, die da drauf geht, da jetzt separat nochmal in eine Teststation zu fahren, dann nochmal 20 Minuten warten, bis das Testergebnis kommt, dann erst reingehen können. Da fahre ich lieber Fahrrad und betätige mich zu Hause und ich... Das ist auch so ein Jahresvorsatz von mir, einfach wieder zurück zu das, was Anfang des Jahres und davor halt war, bevor die Fitnessstudios geschlossen hatten. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich lasse ihn jetzt erst nur drucken, ich muss danach nur sortieren und meine Quittungen abheften und sowas. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wollen wir mal sehen. So, wir sind angekommen, Leute. Ich bin mittlerweile in Düsseldorf, ja. Zurückgefahren, Lian hat geschlafen. Und jetzt gibt es was? Essen gibt es, die kleinen essen. Wir essen hier einmal Sudels. Die Kinder haben Quatsch mit Soße und es gibt noch Trüffelpommes. Und die sind hier alle schon am Essen. Simone ist natürlich auch mit am Start. Und gleich geht's
ins dunkle Düsseldorf, ins, ja, ins Gestürm. Und dann wird da ein bisschen geshoppt. That's the plan for today. So, wieder zu Hause. Und jetzt bereite ich noch ganz kurz alles vor, denn Maren und Lilian kommen jetzt gleich. Die waren ja heute den ganzen Tag zusammen mit Simone und ihrer Kleinen in Düsseldorf. Jetzt muss ich erstmal. Ich lege euch kurz hier hin. ja, ich bin auch wieder nach Hause gekommen. Und ja, wie gesagt, ich bereite jetzt alles vor. Schlafsack. Wirklich sind da. So. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Oh, das ist ein anstrengender Bürotag heute gewesen. Aber ja, zum Neujahrsanfang. Erstmal alles auf Vordermann bringen, ne? Und dann ist auch alles tutti. So kann man gut ins neue Jahr starten, würde ich sagen. So, zurück. Und ich habe heute ein paar Sachen gekauft für Lien. Und zwar unter anderem, das wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen, so ein klitzekleiner Haul. Hier fällt schon alles raus. Lien hat damit eben nochmal kurz gespielt. So Bauklötze, mega cool, die wollte er unbedingt haben, das Paket hat er irgendwie gar nicht mehr aus der Hand gelegt und ich finde das auch cool, so Bauklötze hat er auch noch gar nicht so richtig. Dann habe ich zwei Schlafsäcke gekauft, ich war übrigens bei Baby Cox und jetzt kommt die Schlafsäcke, super schön, sind aber Größe 110. Einmal habe ich diesen hier gekauft und den anderen habe ich eben mal kurz Lien angezogen, um zu gucken, ob der passt. Ich hole den mal kurz. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich den anderen Schlafsack hingetan habe. Jedenfalls ist das auch dann die Größe 110 und es hat halt einfach ein anderes Muster. Und ich habe noch vier Mützen gekauft, die ich unfassbar schön fand. Die sehen so aus in vier Farben. Lien trägt unglaublich gerne tatsächlich Kopfbedeckung, also Mützen und Cappies. Da habe ich einmal die und die sind so schön weich. In Weiß habe ich einmal gekauft, dann habe ich, warte, muss hier, die sind alle in so Säckchen. Dann einmal in so einem richtig schönen Blau. Dann hier einmal aufmachen. Dann habe ich noch eine schwarze Mütze, muss ich auch dazu sagen. Ich bin ja nicht so der Schwarz-Fan, aber bei Lien sieht Schwarz einfach unfassbar cool aus. Und zum Schluss haben wir noch, last but not least, Grey. So sieht das aus. Das ist die Marke von den Mützen, also von der Marke sind die. Genau. Und was ich noch zeigen kann, das habe ich aber gerade eben schon aufgebaut, ist diese zuckersüße Nachtlampe mit einem Astronauten, einem kleinen Hund und dem Weltall so ein bisschen im Hintergrund, hier eine Rakete, richtig süß, also die ist richtig, richtig schön. Wie ihr gerade seht, es gibt Abendessen noch für den Kleinen, also er bekommt noch so einen kleinen Abendsnack gerade. Dann werden Zähne geputzt, noch ein Buch gelesen und ja, dann wird er ins Bett gelegt und dann geht er schlafen. Lien, das letzte Stück, wenn du das nicht isst, ist morgen die Sonne weg. Lass dich nicht verarschen, es gibt so oder so die ganze Zeit schlecht Wetter. Wir wollen doch Sonnenschein, also essen wir auf. Wollen wir morgen draußen spielen? Ja. Aber da müssen wir aufessen, damit gutes Wetter ist. Okay? Bist du satt? Bist du satt oder möchtest du das noch? Dann mach A. Oh oh. Isst du das letzte Stück? Wie macht die Biene? Wie macht die Katze? Wie macht der Esel? Wie macht das Huhn? Kuckuck! Wie macht die Eule? Auch Huh? Alles macht Huh? Sag mal Coco. Sag mal Baum. Baum. Sag mal Tee. Tee. Sag mal Mama. Eins. Sag mal Mama. Mama, Mama. Sag mal eins.
Mama. Eins. Oh. Mau. Sag mal Papa. Papa. Sag mal Nana. Nana. Und sag mal Bobo. Bobo. Und sag mal Coco. Coco. Und sag mal... wie macht die Ziege? Hey. Und wie macht das Pferd? Und jetzt sag mal eins. Nicht zeigen, sagen. Eins. Zwei. Das ist eins. Oh, so Leute, es ist schon spät am Abend. Und ich bin immer noch am TV am Schauen. Boah, wir haben glaube ich schon 1 Uhr oder so. Also bisher, toi toi toi, der Kleine schläft echt gut. Bisher bist du nicht einmal aufgewacht, seitdem er um 19 Uhr schlafen gegangen ist. Und schläft tief und fest. Hat sich jetzt gerade mal umgedreht und ich komme aber auch irgendwie nicht davon weg. Das wollte ich noch unbedingt mit euch teilen. Ich gucke auf YouTube einen YouTuber, der heißt Mav, M-A-V, und der macht so Truck-Camping. Also halt wirklich nicht Van-Life, sondern so Truck-Camping, so amerikanische F-150-Trucks oder sowas, wo die hinten drin schlafen in der Ladefläche und dann halt so quasi das aber so clever umgebaut haben, dass sie trotzdem alles Nötige irgendwie dabei haben, wie den Grill und dies und das und ähnliches. Und ich finde die Unterhaltung auch cool, oder wie der dann vielleicht auch manchmal so testet. Jetzt gerade in dem Video ist es so, using candles for heat, also so kleine Teelichter, und ob sie dann wirklich über die Nacht wärmen und sowas. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie voll cool. Es gibt noch einen anderen. Darren? Heißt der Darren? Ich glaube, der heißt Darren. Der fährt mit seinem Jeep auch extrem krasse Orte ab. Qualitativ unglaublich hochwertig seine Videos mit Drohnenaufnahmen und sowas. Kann ich wirklich nur empfehlen. Finde ich sehr, sehr geil. Sollte ich ihn noch finden mit Namen, werde ich ihn unten in die Infobox auch noch gleichzeitig reinposten. Und ja, würde ich sagen, gehe ich jetzt schlafen und mache alles aus. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Peace.